Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Hermann Cola und Hausmarke Cola, alles von der gleichen Brauerei letztendlich. Thanks. Wurde uns von dieser Brauerei zur Verfügung gestellt. Vielen Thanks. Dank. Ja, diverse Sorten, bunt gemischt, herrlich. Und woran es als erstes erinnert, an Fritz Cola, die ja auch sowohl Fritz Cola als auch Fritz Limo und so weiter haben. Die gleiche Palette. Nein, eben nicht. Fritz Cola erinnert an Hermann. So rum. Weil so rum die ist es waren nämlich. Klassisch. First. Wir waren sehr stark. So sieht's aus. Was haben wir denn hier? Als erstes die Hermann Cola. Das Basisprodukt. Ja, wir steht haben auch drauf, wenn ich hier ja. Hermanns Original. Knallt richtig dank mehr Koffein mit weißem Deckel, Rakete drauf vor, schwarz gehaltenem Planeten. Der Planet hat dann noch so einen roten Schimmer drumherum und im Hintergrund noch verschiedene Planeten und Sterne. Ja, das Design ist generell also immer dasselbe, beziehungsweise das Layout und ändert sich dann halt farblich. Also die Rakete ist immer mit drauf, okay. Zumindest bei der Hermann-Geschichte. Und 25 Milligramm pro 100 Stunden als Koffein, also leicht erhöht. Also im Prinzip das Original zur Kopie von Fritz. Wollen wir sehen, schauen wir mal, was es kann? Also riecht jetzt wieder Häme. Es riecht genau es wie riecht Fritz, genau beziehungsweise gleich. Umgekehrt. Genau. Die Fritz riecht wie die. Genau. Oh Gott, das sprudelt. Ja. Finde ich aber im Vergleich zur Fritz. Da fehlt die Limette. Und es ist weniger süß. Es ist weniger süß, finde ich aber auch angenehm. Also die ist jetzt nicht direkt mit der Fritz zu vergleichen, würde ich jetzt sagen. Geschmacklich bisher. Geschmacklich nicht, aber ähnlich, aber anders. Mhm. Same, same, but different. Mhm. Von dem knallt richtig mehr Koffein. Mhm. Das ist sowieso Schwachsinn. Mhm. Koffein knallt ja, nicht. Nee, knallt sowieso nicht, aber ich dachte jetzt eher so im Sinne, ob man es jetzt besonders rausschmeckt. Aber da muss ich sagen, bei einem Afri schmeckst du es mehr raus zum Beispiel. Also. Ja. Da ist das noch recht bedeckt. Hm. Es ist okay, es erinnert mich sogar eher an die Kölner. Ja, das ist das, was ich auch gerade sagen wollte. Das Äquivalent wäre Kölner. Es ist eine nette Cola, aber trotzdem noch eine Basis-Cola. Also es ist jetzt nicht so, hey, es ist okay. Es ist solide, es ist gut. Wo liegt denn Hamm, wenn du das... Ich habe keinen Dunst. Was hat denn, da steht eine PLZ bei? Ja, nee, das ist eine Telefonnummer. 59, keine Ahnung. Weil das wäre natürlich die Frage, ob das auch in der Nähe liegt. 59. Ja, Hamm liegt im Bereich da. Ja, ist definitiv trinkbar. Für uns jetzt würde ich sagen, ist es einfach zu indifferent. Ja, wie gesagt, es ist solide, es ist nicht schlecht. Es ist eine der besseren auf jeden Fall. Es ist nicht irgend so eine billig, ich würde jetzt sagen, K-Classic oder so ein Verschnitt, der Freeway. Einfach nur... Freeway, dankeschön, das habe ich gesucht. Irgendwie so ein Crap, sondern es ist schon... Es ist eine gute Cola, wie gesagt, es ist solide. Wer jetzt so stark von dem eigentlichen Cola-Geschmack weg will und was total Individuelles sucht, so jetzt in Richtung... Volt oder Rockstar Cola oder Red Bull Cola. Genau. Das ist das auch da gar nicht zugreifen, weil das ist dann einfach nur eine solide Basis Cola. Ja, genau, aber ist okay. Aber ist gut, ist trinkbar, kann man nehmen. Was jetzt interessanter ist, ist eben die Hausmarke Cola mit Kaffeegeschmack. Cola trifft Kaffee. Interessant auch hier dann oben nochmal, auch im Vergleich zu den anderen, dann die Hausmarke, das Original. Mit oben wieder drauf, auf dem Kronkorken, genau. Bei den anderen dann Rülpsbrühe. Eben Hermann Brause und in der jeweiligen Farbe. Ja, also auch wie bei die hat aber auch Guarana mit drin. Wie bei der Kopie, alles immer unterscheidet sich farblich immer bunt. Ja. Bunt. Bunt. Ah, dann lass mal riechen. Hui. Also um mal wieder zur Abwechslung bei dem Vergleich zu Fritz zu ziehen. Ganz zur Abwechslung. Habe ich das Gefühl, dass er da noch stärker nach Kaffee riecht. Hm, hatte ich jetzt auch den Eindruck. Zumindest durchdringender, mehr nach Kaffee. Also die andere riecht auch stark nach Kaffee, aber da schwingt die Süße noch mehr mit. Aber auch ein bisschen nach Tee. Echt? Ja. Trink mal wieder einen Tee. Doch, es riecht ein bisschen nach Tee. Ja, aber vor allem riecht das, jetzt habe ich es, das riecht nach einer puren gerösteten Kaffeebohne. Weißt du, dieses nicht der aufgebrühte Kaffee, sondern noch in Reinform. Danach riecht es.
noch mehr Kohlensäure als hier. Also hier war die Kohlensäure recht grobperlig und also es hat nicht ganz aufgeschäumt, aber schon so leicht. Das, da ist es jetzt wesentlich mehr, habe ich so jetzt vom Gefühl her. Es schäumt auch stärker auf. Aber im Vergleich zur direkten Konkurrenz von Fritz ist es, finde ich jetzt, runder. Echt? Nicht? Ich finde es genau gleich. Also geschmacklich, aber wirklich absolut gleich. Ohne irgendwas mehr oder weniger zu haben. Astrein gleich. Ich habe sie nämlich vor wenigen Tagen erst getrunken und die schmeckt genau gleich. Habe ich jetzt nicht den Eindruck, aber muss ja nicht. Wir müssen uns ja nicht immer einig sein. Ja, also für mich ist wirklich vielleicht ein Hauch mehr Zucker. Aber ich finde hier, also ganz ehrlich, ich finde hier, ich sitz, wenn ich jetzt mehr Schlücke davon trinke, ist es weniger Kaffee. Und die ist ein fast wässriger. Also ich würde sagen, auf den ersten Geschmack, also wenn du es zuerst benetzt, schmeckt es mehr nach Kaffee. Aber eine Fritz hat den Kaffeegeschmack länger als Nachgeschmack dabei. Das Zeug schäumt auf, das ist der Wahnsinn. Wenn du es aber aufschäumen lässt, kommt der Kaffee dann wieder intensiver. Ja, aber wie gesagt, also für den Erstgeschmack schmeckt die intensiver nach Kaffee. Mhm. Aber im Nachgeschmack ist sie dann flüssiger. Und ist dann weg. Und die Fritz ist auf den ersten Geschmack weniger, aber dann im Nachgeschmack hält sie sich länger. Die ist im Nachgeschmack mehr kaffeehaltiger. Aber bist du? Gut. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ja, du bist auch kein Kaffeetrinker. Genau. Eine Hausmarke haben wir noch. Das ist jetzt lustigerweise Hausmarke Cola mit Lakritzgeschmack. Sehr interessant. In der Form noch nicht gesehen. Auch der Kronkorken wieder mit Hausmarke versehen und größtenteils in beige gehalten. Beige. Beige, ja. Bei Gelegenheit schütteln. Aber voll die Lakritz. Oh ja, so richtig, oh ja. Richtig, richtig Lakritz. Wobei, nicht ganz. Bisschen süßer. Es riecht, also wenn man so von Haribo die Lakritz-Schnecken hat, die riechen ganz anders. Also wobei die Haribo-Lakritze so, eigentlich für mich nicht die klassische Lakritze ist. Die ist auch eklig. Eben. Und ich mag normalerweise überhaupt keinen Lakritz. Was, wie das hier für mich riecht, ist, wer es noch kennt, Hustelinchen von Villosa. Gibt's, die Firma heißt mittlerweile ganz anders und die gibt es auch nur noch zum Lutschen und nicht mehr zum Kauen. Und die zum Lutschen sind scheiße. Das nur am Rande. Aber wer Hustelinchen noch kennt, das riecht genauso. Und auch geschmacklich. Das sind flüssige Hustelinchen. Also ich mag's da, ich mag das. Das ist so leichte Süße von der Cola und zusätzlich Anis. Anis? Anis. Anis gar nicht. Anis. Hasse ich wie die Pest. Anis hasse ich wie die Pest. Das steht auch nicht drauf. Das heißt ja nichts. Ja, aber nee. Anis nicht. Also wie gesagt, einen besseren Vergleich wie Hustelinchen kriegst du nicht. Also, Hustelinchen kenne ich nicht. Ja, macht nichts, aber ich kann dir versichern, das schmeckt genauso. Na, dann muss es wohl so sein. Ich merke dann einen Hauch von Anis und erinnert mich ein bisschen an auch diese extrem überwürzten Lebkuchen so ein bisschen. Ja, aber du hast definitiv Lakritz auf der Zunge. Du hast schon Lakritz mit auf der Zunge. Wer Lakritz nicht mag, weg davon. Allerdings der ist Witz es, glaube ich, offensichtlich. Ja, ich mag Lakritz. Und ich find's eklig. Also findest ich find's wirklich du? Eklig. Ich mag Lakritz nicht und ich mag's. Das ist lustig. Also, nee, also die ist wirklich etwas, wo ich sag, das schmeckt mir echt gar nicht. Ich muss nochmal für den Ekel, aber eigentlich ist. Das ist wirklich was mich jetzt gerade ein bisschen ekelt. Ich finde die total gut. Nee, seltsam. Wirklich, die ist echt. Oh, nee, ich find die super. Also, wahrscheinlich ist das für mich jetzt ein absoluter Abrater. Ich kann es nicht eher beschreiben, die Lakritz ist da. Ich finde da noch ein bisschen Anis mit dabei zu haben, den merkst du jetzt nicht. Es hat nur so ein bisschen sowas, was an Menthol erinnert. Also es geht so ins Kühle. Kühlende, was es jetzt genau ist, weiß man jetzt nicht. Also es schmeckt nicht nach Menthol, aber Menthol hat ja diese Wirkung, dass es so ein bisschen kühlt und das geht so in die Richtung. Das schon. Aber im Vergleich zu den anderen beiden jetzt eher schwächer. Für mich. Nee, also für mich ist das die stärkste. Ganz klar. Für da mich scheißen ist sich die das Geister. Macht ja aber nichts. Ja. Gut, weg von Hausmarke und Hermann Cola. Zu den Brausen. Und zwar als erstes die Original Hermann Brause Zitrone. Erfrischungsgetränk, Zitrone, Naturtrüb, 8% Fruchtgehalt. Oben rechts mal Zitrone, das Ganze in Gelb gehalten. Ansonsten das gleiche Schema wie bei den anderen auch. Wupp.
Gab es von Fritz auch Zitrone? Es gab eine Zitronen-Limo-Verschnitt, aber es hieß eine Zitrone. Das hieß irgendwie Zitrus oder Limette oder irgendwie so. Oder was. Hauch. Oder Hauchlimette oder Hauchzitrone. Doch, da war aber irgendwas mit Hauchzitrone. Nee, das war das ist bei der Cola mit dabei. Ja. Das war Zitronenlimo und da stand in Klammern sauer. Sauer, richtig. Sauer. The evil sour. Geruchlich für mich gerade eine Mischung aus dem Zitronenkonzentrat für die Cocktails plus Zeste. Und zwar sehr stark, dann die, aber gut, wirklich schön die Aromazeste. Von Pulco, der Zitronensaft. Ja, genau der. Das ist ja das, was du dann für die Cocktails machst. Ja, also so fertig abgepackter Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat. Aber riecht wirklich frisch und riecht wirklich zitronig, so richtig, richtig. Also das ist somit das stärkste an Zitronengeruch, was ich bisher bei irgendeiner Limo hatte. Oh, säuerlich. Säuerlich? Alles gut säuerlich. Es erinnert fast, also nicht ganz so sauer, aber es erinnert fast an das San Pellegrino-Zeug. Mhm. Das ist San Pellegrino in gut eigentlich. Ja, weil mehr Kohlensäure drin ist. Also das ist sehr angenehm. Also das hat dann aber noch ein bisschen das Fruchtige von, wie hießen die? Nicht Mirinda. Ja, das ist so eine Orangenlimo. Es ist ein bisschen Orange, geschmacklich auch ein bisschen mit dabei, finde ich. Okay. Ja. Also generell, die gefällt sehr. Ja. Im Vergleich zur Fritz, um nochmal das aufzugreifen, die war gar nicht so sauer. Nee, die war nicht so sauer. Die schwimmte ein bisschen mehr so in Richtung, fast schon driftete ab Richtung Sprite. Also nicht und Richtung Zitronenlimo. Orange. Ja, noch mehr nach Orange. Die da ist wirklich, wirklich im klassischen Sinne wirklich eine Zitronenlimo. Und eine der besten, ehrlich gesagt, finde ich jetzt so, was ich so an Zitronenlimos würde, was die wir kann, schon an Zitronenlimos hatten. Die kann sich sehen lassen. Wirklich sehen lassen. Gefällt. Ja. Doch. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil die hier sind alle ganz klar. Also sie gehen in eine Richtung und dort bleiben sie. Mach schon mal derweil den nächsten. Ja, das ist jetzt Melone Limette. Von Fritz hatten wir ja die, wie hieß die da? Die hieß auch Limette. Nee, Honigmelone war das. Honeymelon, Honigmelone, richtig war es. Ja, aber auch Melone. Aber ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich eher in die normale Wassermelonenrichtung abdriften. Es riecht genau gleich. Ja, es ist das Gleiche. Es riecht auch nicht nach Melone, sondern eben nach Honigmelone. Sieht auch gleich aus. Und es schmeckt gleich. Das ist so, als ob einer das PDF-File mit der Rezeptur einfach sich irgendwo runtergeladen hat und dann das gleiche hergestellt. Der hat einfach das Etikett abgeändert. Ich glaube auch. Der hat das also ganz ehrlich, also von die unterscheiden sich alle nochmal. Aber das hier, also sprich andersrum, davon ist Fritz wirklich die exakte Kopie. Same shit, different label. Wirklich, absolut. Also gut, Review Ende. Das ist exakt das Gleiche. Das Gleiche. Zu sagen. Hey, gleich die nächste. Lass mich raten, das wird das Gleiche sein. Wir gucken uns das nochmal an. Jetzt, warte mal kurz, das da ist ein bisschen dunkelgrüner und das ist ein bisschen hellgrüner. Das ist jetzt hellgrün. Geht schon was ins Gelbe bisschen mit rein. Ja, das ist jetzt Hermann Brause Apfelschorle. 65% Fruchtgehalt. Da bin ich aber gespannt. Da habe ich ja Angst davor. Ja, ohne Scheiß, ich mag es nicht, wenn in Apfelsaftschorle so viel Apfelsaft drin ist. Und Kohlensäure. Und zwar richtig. Das Zeug saftet richtig ab. Ja, spritzig. Trink mal ab ein bisschen. Na, wie ist sie denn so? Ja, ist eine Apfelschorle, die schmeckt ähnlich wie die Lift. Hält sich aber von der Süße noch in Grenzen. Also, die trifft ab Richtung sauer gegen Ende. Gell? Hätte ich jetzt auch eher gesagt. Also ist nicht so mein Apfelsaftschorle-Geschmack. Doch, also ich finde die ganz okay. Es ist eine Apfelschorle, die sich bedeckt hält in der Süße, obwohl so viel Apfelsaft drin ist. Und am Ende so leicht säuerlich wird. Also ich denke mal, ich weiß nicht, was die da für Äpfel verwenden. Wahrscheinlich so in Richtung Boskop oder sowas. Boskop hätte ich auch gesagt. Leicht säuerlich sind. Aber ich finde die eben nicht nur leicht säuerlich im Abgang, sondern schon sehr säuerlich. Mir fehlt da ein bisschen, wenn ich einen Apfelsaftscholle habe, habe ich gerne einen trüben Apfel. Davon gibt es, finde ich, viel zu wenig Apfelsaftscholle. Hat ja wieder leider nicht. Mhm. Ich bin weiter auf der Suche. Davon könnte gerne noch mehr produziert werden. So als kleiner Aufruf am Rande. Aber geht, finde ich, jetzt hier nicht unbedingt in der breiten Masse unter, aber sticht auch nicht so krass hervor. Ist wie gesagt, okay, also taucht nicht allzu viel. Apfelschorle ist immer so. Ja, ist halt da. Ja, nee, ich sehe es immer
ich sehe immer nicht den Grund, warum man eine Apfelschorle fertig gemischt, weil eine Apfelschorle trinkst du normalerweise immer selber in deinem Mischverhältnis, wie du gerade Bock hast. Ja. Naja, macht ja nichts. Bringt es nicht so wirklich. Was haben wir noch? Hermann Brause Apfelkirschschorle. Das müsste dann auch in die Richtung Apfelkirschholunder von Fritz gehen, beziehungsweise wieder umgekehrt. Oder andersrum. Völlig egal. Ich bin vorsichtig, nicht, dass es wieder aufschreibt. Der Absafter. Na, diesmal nicht. Diesmal geht's, hält sich in Grenzen. Das riecht, also da, das ist endlich mal, da steht Cherry drauf, beziehungsweise Kirsch, und es riecht nach Kirsch. Und zwar nicht nach Kunstkirsche, sondern nach Kirsche. Ja. Bisschen Sauerkirsche noch. Vorsicht, schreibt. Ja. Wow. Eine Limo oder was auch immer, Schorle mit Apfelkirsch, die nach Apfelkirsch schmeckt. Und zwar mehr nicht. Du hast den Apfel, du hast die Kirsche, du hast einen angenehmen Prickel, schönen Verlauf, keinen Nachgeschmack, in sich geschlossen, top. Definitiv, ist nicht zu viel Sprudel, ist nicht zu viel Saft. Und auf dieser Basis, dass es einfach basic ist, sticht es dann wieder aus. Ja, da ist nicht großartig. Es ist nicht zu wenig, da ist nicht trifft genau das, was draufsteht. Da ist nicht, ja, wir hauen hier noch was rein und hier. Es ist einfach basic und gefällt mir sehr gut eigentlich. Ja. Also erinnert auch so ein bisschen an die Apfelkassis-Schorle, was man so ein bisschen kriegt. Aber es ist definitiv mit gut dabei. Ja, auf jeden Fall. Also die geht jetzt weniger unter wie das. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, durch diese Basis, dass sie sich treu bleibt, sticht sie wieder gut raus. Ja, weiß noch eins haben wir noch. Rhabarber Erdbeerschorle, Fruchtgehalt 52%. Das wird jetzt interessant. Bärbel? Ja. Bärbel! Na? Ja? Jetzt geht er hier one for safety, oder? Ja, ohne Scheiß. Es gibt übrigens noch eine. Es gibt zwar noch eine Orangenlimo, die haben wir jetzt allerdings leider nicht hier, weil die Flasche kaputt gegangen ist auf dem Weg hier. Ja? Bitte. Ich kann allerdings trotzdem sagen, also das ist eine normale Orangenlimo, die sticht jetzt nicht besonders raus, aber sie ist gut. Sie ist gut, aber trotzdem in Untergär wahrscheinlich wie die Apfelbrause. Ja. Na gut. Also es ist einfach normale, also eine normale. Eine fürs Sortiment, für die Breite. Erdbeer, ganz klar Erdbeer. Ja, direkt. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, ist es ja Erdbeer-Rhabarber. Merkst du, dieses Säuerliche des Rhabarbers kommt ein bisschen durch. Herrlich. Das gleiche wie bei der Apfelkirsch. Es verspricht nicht zu viel, es verspricht nicht zu wenig. Es ist da. Hier steht auch drauf, aus Direktsaft. Und ich finde, das schmeckst du immer. Du schmeckst, wenn es Direktsaft ist. Ja, das merkst du einfach. Weil das ist einfach, es ist natürlich süßlicher, natürlicher. Und es erinnert dich wirklich an die Frucht. Nicht an irgendein Konzentrat oder an irgendeinen künstlichen Chemiestoff. Ja. Der wird niemals das Original, wie es hier rausschmeckbar ist, ersetzen können. Mhm. Dann bleibt sich genau wie die Apfel, wie die Apfelkirsche treu. Das schmeckt wirklich super nach Erdbeer und es schmeckt auch nach Erwart. Bei den Fritz-Geschichten. Also ganz ehrlich, das überrascht mich jetzt, also von den Brausen am meisten. Ja, denke ich auch. Und für mich als Nicht-Rhabarber-Fan, top. Ja. Das ist für mich das erste Rhabarber-Getränk, was mir wirklich schmeckt, was ich mir jederzeit problemlos holen würde. Wir hatten jetzt öfters die Conclusion, den Vergleich zu Fritz gezogen. Mhm. Sollen wir jetzt nochmal global? Global betrachtet. Also die hier finde ich im Vergleich zu... Die kann man nicht wirklich vergleichen, weil das hier ist halt basic und das andere, die Fritz geht mehr so in die Richtung künstlich, die schmeckt eher wie diese Fruchtlollis. Richtig. Das hier gibt es von Fritz gar nicht. Von das daher, ist das, was ich fragen wollte. Ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf, aber Rhabarber gab es da gar nicht in dem Vergleich. Aber das da ist auf jeden Fall von den Brausen mein Favorit. Okay. Das da muss war ich sagen, bei Fritz besser. Ja, weil die hatten raus. Das, was du gesagt hast, die Naturtrübe. Richtig. Das hier ist, wie gesagt, exakt gleich. Es ist immer noch gut. Die war Zitrone, klasse. Die war ganz auch klasse. Die war klasse super. Und besser. Ja. Die Hermann Cola war ähnlich... Da ist es dann eher Geschmackssache, was man mehr mag. Ich persönlich würde die Fritz allerdings vorziehen, wegen dem Hauch von Zitrone, was draufsteht, den man auch wirklich rausmerkt. Die Hermann Cola ist, wie gesagt, nicht schlecht, aber für mich wäre die Fritz da eher das Bessere. Und mir wäre es zu indifferent. Also ich brauche eine Cola, die nach irgendwas anderem schmeckt. Ja, da also muss man zum Beispiel Red Bull Cola oder sowas. Eben diese beiden, die schmecken eben noch nach was anderem. Ja. Hier schmeckt jetzt die Kaffee besser, beziehungsweise... Wenn wir wieder den Vergleich ziehen, wir waren ja beim Fritz vergleichen, wer auf den Nachgeschmack eines Kaffees nicht verzichten möchte,
sollte die Fritz nehmen, weil die, wie gesagt, den längeren Nachgeschmack hat. Wer aber direkt ins Gesicht von vornherein den Kaffee haben möchte, muss die nehmen. Wer Lakritz möchte. Wer Lakritz mag, darf sie nicht nehmen, weil ich mag ja Lakritz. Nach der Logik. Nein, das muss man einfach ausprobieren. Also ja. Wer Lakritz von vornherein nicht mag, ist noch lange kein Grund, sie nicht zu nehmen und sie mal probieren. Das ja, könnte man auf jeden Fall daraus ziehen. Das ist der beste Beweis, weil wie gesagt, ich mag Bärendreck eigentlich nicht. Und dir hat es geschmeckt und ich mag es und es schmeckt mir nicht. Also das Getränk scheidet die Geister wahrscheinlich. Ja. Alles in allem betrachtet, sind die qualitativ recht gut, auch geschmacklich. Also wie gesagt, manche sind uns zu indifferent, was richtig. Aber nichts heißt. Wie gesagt, wir suchen ja immer nach dem Speziellen, was kein anderer macht. Eben. Ansonsten relativ gut. Auf jeden Fall vielen Dank an den Norbert, dass er auf uns zugekommen ist. Dankeschön. Vielen Dank dafür und in diesem Sinne. Adios.